Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 159 Wahrscheinlichkeiten, dritter Teil. Mit einem leichten Wärmezauber an den Füßen marschierte Severus die Stufen hinauf und während er sich der großen Halle näherte, ging er den geschmiedeten Zeitplan noch einmals in Gedanken durch. Albus würde ihn als erster grüßen, davon ging Severus fest aus. Die Flügeltür öffnend, fand er sich entgegen seiner Erwartung Aug in Aug mit Remus wieder, der gerade eben die Halle verlassen wollte. »Das ist aber eine Überraschung«, sagte der Werwolf strahlend. »Wo wollten Sie denn gerade hin?«, fragte Severus verdutzt. »Dorthin«, begann Remus schmunzelnd. »Wohin einen 4 Gläser Punsch treiben?« »Ah«, machte Severus. An Remus vorbeischauend bemerkte er an einem runden Tisch die gemütliche Gruppe, die aus Minerva, Harry, Ginny, Sirius, Anne, Tonks und Poppy bestand. Sie saßen alle zusammen und hingen Albus an den Lippen. Hermine war die einzige, die Albus nicht anblickte, sondern mit dem Untersetzer ihres Glases spielte, doch sie hörte ihm wahrscheinlich ebenfalls zu. »Das könnte dich interessieren«, sagte Remus, der seinem Blick gefolgt war. »Albus erzählt gerade, wie man Dankes neulich etwas über die Anhänger von diesem Hopkins erfahren hat. Er hat sie wohl wieder in diesem Pappel lauscht.« »Dann werde ich sie nicht weiter aufhalten, Lupin. Ihre Blase könnte es mir übel nehmen«, sagte Severus trocken, bevor er sich dem Tisch näherte. Als Harry eine Gestalt aus den Augenwinkeln bemerkte, da wunderte er sich, dass Remus so schnell wieder zurück war. Doch als er aufblickte, legte sich ein zufriedenes Lächeln auf sein Gesicht. »Severus«, sagte Harry erfreut, und alle anderen blickten aufgrund seiner Worte ebenfalls auf. Albus hielt mit seiner Erzählung inne, und ein lebendiges Funkeln in dessen Augen schien Severus inniger zu begrüßen als jedes Feuerwerk. »Schön, dass Sie doch gekommen sind.« Er hatte eine weibliche Stimme vernehmen können und ließ seinen Blick daher über die Anwesenden schweifen. Es war Anne gewesen, die das Wort an ihn gerichtet hatte und ihm nun ein wohlwollendes Lächeln schenkte. Nur mit einem Kopfnicken grüßte Severus in die angenehme kleine Runde, auch wenn einzig Blacks Anwesenheit am heutigen Abend dafür verantwortlich sein würde, dass es seiner Meinung nach nicht gemütlich werden könnte. Harry wagte es, Severus am Oberarm zu ergreifen und ihm einen Platz neben sich zuzuweisen. Nachdem alle anderen ihn ebenfalls begrüßt hatten, manche nur mit einem Kopfnicken, Poppy jedoch zusätzlich mit einem freundlichen Lächeln, da begann Albus erneut zu berichten, was man Dankes ihm geschildert hatte. Severus fand es außerordentlich befreiend, dass jeder dem Direktor lauschte, niemand ihm selbst Aufmerksamkeit schenkte. Plötzlich spürte er eine Hand an seinem Unterarm und er blickte sich um. Hermine hatte ihn berührt und jetzt, wo er sie anschaute, hob sie eine Flasche Wein, um ihn wortlos zu fragen, ob er etwas trinken wollte. Um Albus bei seiner Ausführung nicht zu stören, bejahte Severus mit einem kurzen Nicken, sodass sie ihm einschenkte. Nachdem Albus seine Ausführung beendet hatte, startete Tonks ein Gespräch, doch nicht jeder beteiligte sich an dem Thema Hopkins, denn alles, was man Dankes hatte in Erfahrung bringen können, war die Tatsache, dass die Anzahl der Anhänger des selbsternannten Hexenjägers nicht nur schwindend gering war, sondern auch noch stetig zu sinken schien. Albus versicherte, dass Arthur und der andere Minister davon in Kenntnis gesetzt worden waren,
wo der flüchtige Pablo Albello das letzte Mal gesehen worden war. Harry blickte an Severus vorbei und sagte zu Hermine: »Ich bin froh, dass sich das Problem von allein zu lösen scheint.« Dagegenhaltend sagte Severus: »Vielleicht ist es auch nur die Ruhe vor dem Sturm?« »Wie meinen Sie das?« wollte Harry wissen. »Menschen wie Hopkins geben ihre Träume nur ungern auf. Wenn er davon Kenntnis erlangt, wie seine übrigen Anhänger von ihm denken, könnte es durchaus sein, dass er zum letzten verheerenden Schlag ausholen wird. Man sollte solche Muggel nicht unterschätzen.« »Ich hoffe, dass Sie sich irren, Severus«, murmelte Harry, bevor er zu seinem Glas griff. Von seiner anderen Seite hörte er: »Ich freue mich, dass Sie doch noch gekommen sind.« Hermine ansehend, sagte er vorgetäuscht, erstaunt: »Was denn? Haben Sie das etwa nicht vorhergesehen? Sie lassen nach, Hermine.« Sie musste grinsen. »Ich bin froh, dass ich auch mal daneben liege.« Hermine ergriff ihr Glas und hielt es Severus entgegen, um mit ihm anzustoßen. Nochmals die Anwesenden überblickend, fragte Severus: »Wo sind Pomona und die beiden Schüler?« Die Antwort kam von Poppy: »Sie hat die beiden mit nach Edinburgh zu ihrer Schwester genommen. Die Eltern von Mr. Foster?« fügte sie beruhigend an, weil Severus bereits fragen wollte. »Haben ihre Zustimmung für den Ausflug gegeben. Sie werden nachts zurückkehren.« Sich mit einem Teller dampfendem Etwas zurück zu den anderen gesellend, blickte sein Gegenüber, Harry, mit verzogenem Gesicht auf das, was Remus gleich zu verspeisen gedachte. »Ist das Haggis?« fragte Hermine, die einen ähnlichen Gesichtsausdruck wie Harry innehatte. »Ja.« Über das ganze Gesicht strahlend nahm er Messer und Gabel in die Hand, um den Faden zu entfernen, mit dem der Schafsmagen an beiden Enden verschlossen worden war. »Ach«, sagte Ginny abwägend, »so eine kleine Portion könnte ich auch vertragen.« Schon war sie aufgestanden, um sich am Buffet zu bedienen. »Was hast du, Harry?« wollte Remus wissen, der bereits an den Inhalt des Schafsmagens gelangt war. »Ich mag Haggis nicht«, war seine einzige Antwort. Hermine anblickend, fragte Severus: »Sie auch nicht, wie es scheint.« Ihr Gesichtsausdruck sprach für sich selbst. »Ich kann mir Appetitlicheres vorstellen.« Nachdem Ginny sich wieder neben Harry gesetzt hatte, dem der warme Duft der schottischen Köstlichkeit in die Nase stieg, da kräuselte er dieselbe. »Jetzt sieh nicht so ein Gesicht, Harry. Du weißt, dass es bei meinen Eltern zu Silvester immer Haggis gegeben hat und ich liebe das.« Von der breiigen Masse, die aus Leber, Herz und Lungen eines Schafes bestand, schob sich Ginny etwas auf die Gabel. Remus gegenüber tat es ihr gleich. Beide stöhnten wonnig, als ihnen der Bissen auf der Zunge zerging. Scherzend warnte Harry: »Glaub ja nicht, dass ich dich nachher noch auf den Mund küsse.« Auf einmal erschien vor jedem ein Hot Pint, was ankündigte, dass Mitternacht nicht mehr weit war, um genau zu sein, nur noch 5 Minuten. Ginny und Remus hatten den restlichen Inhalt des gefüllten Schafmagens in Rekordgeschwindigkeit verputzt, bevor sie den Krug mit dem warmen Alkohol in die Hand nahmen. Albus verlor wenige Sekunden vor Mitternacht noch ein paar Worte, die so herrlich albern gewesen waren, dass sich einen Moment später niemand mehr an den genauen Wortlaut erinnern konnte. Alle hatten sich wortlos, aber mit im Gesicht abgezeichneter Vorfreude erhoben, und als die Turmuhr laut und deutlich ihre 12 Schläge begann, da fiel man sich bereits um den Hals. Ginny und Harry als Erste. Severus war überrascht gewesen, dass niemand die letzten Sekunden mitgezählt hatte. Jetzt beobachtete er, wie die Menschen um ihn herum als Erstes die Person an sich drückten, die ihnen am meisten bedeutete. Die Blacks umarmten sich, Remus und Tonks, Albus und Minerva, die Pärchen eben. Irgendjemand riss ihn aus seiner Beobachtung heraus, denn er verspürte einen Knuff an seinem Arm, sodass er sich umdrehte und Hermine in die Augen blickte. »Ein glückliches neues Jahr«, hörte er diese sagen.
Im Unklaren darüber, was sie von ihm erwarten würde, vergriff er sich an ihren eigenen Worten und gab sie ihr zurück. Sie lächelte zufrieden, doch ihm war ein wenig unwohl, weil sie sich nicht den anderen widmete, sondern ihn weiterhin ansah. Er atmete erleichtert aus, als sie ihm einen Krug entgegenhielt und zum Anstoßen aufforderte. Gern kam er dieser Tradition nach, stieß mit seinem Hot Pint an ihrem an und nahm einen Schluck. Hermine hustete, nachdem sie geschluckt hatte, und Severus konnte es ihr bei dem starken Getränk nicht verübeln. Er klopfte ihr vorsichtig auf den Rücken, bis sie sich erholt hatte. Ja? Hörte man Albus über die Köpfe der anderen hinweg sagen. Der hat es in sich. Albus hob seinen eigenen Krug. Ich habe den Elfen gesagt, sie müssen sich nicht zurückhalten, denn wir haben ja heute keine Minderjährigen hier. Himmel, sagte Hermine so leise, dass nur er sie hören konnte. Sie holte tief Luft und die Mischung des Getränks schmeckte sie noch immer kräftig nach. Scherzhaft machte Severus den Vorschlag. Wir können ja raten, zu wie vielen Anteilen Starkbier und Whisky hier drin enthalten sind. Wir sollten lieber raten, wie viel Prozent der Whisky hat. Sie grinste verschmitzt und nahm vorsichtig einen weiteren Schluck. Severus, hörte er Harry hinter sich sagen, sodass er sich umdrehte. Ihnen auch ein glückliches, frohes neues Jahr. Den Krug hinhaltend, stieß Severus auch mit ihm an und andere Krüge folgten unerwartet wie von selbst. Sogar Black hatte mit ihm angestoßen und Glückwünsche ausgesprochen, was Severus ein wenig irritierte, Black im Nachhinein aber noch viel mehr. Alle hatten einmal mit ihrem Hot Pint angestoßen, bevor Harry, der sich eben rar gemacht hatte, plötzlich mit einem kindlich vorfreudigen Lächeln vor versammelter Mannschaft stand. Er hielt eine große Kiste in den Armen, aus denen dicke Raketen ragten. Man konnte viereckige Schachteln mit Gefahrenaufkleber direkt unter dem Logo von Weasleys zauberhafte Zauberscherze angebracht erkennen und dazu noch unzählige runde Knallfrösche. Vom Kind im Manne ebenfalls angesteckt, stürmte Sirius auf ihn zu und forderte ihn mit einem enthusiastischen Druck an die Schulter dazu auf, mit ihm hinauszugehen, während er vergnügt vorschlug. Komm, wir gehen raus und knallen ein bisschen. Ginny und Anne warfen sich einen kurzen Blick zu, bevor sie über ihre Männer lachen mussten, dann aber erwartungsvoll hinterhergingen, denn das Feuerwerk der Zwillinge versprach immer einen Augenschmaus. Auch Remus und Tonks folgten, sodass Albus, Minerva und Poppy noch in der großen Halle blieben und sich erst in wenigen Minuten gemütlich aufmachen würden, um das Feuerwerk zu bestaunen. Mit vielen leeren Stühlen zwischen ihnen und den anderen dreien setzte sich Severus erneut an den Tisch und nahm verlegen wirkend einen Schluck aus seinem Krug. Hermine nahm neben ihm Platz und schien nach Worten zu suchen. Severus hingegen grübelte darüber nach, warum sie nicht mit ihren Freunden hinausgegangen war, und war für einen Moment verwirrt, als ihm die dumme Idee durch den Kopf schoss, dass er vielleicht der Grund sein könnte. Begleiten Sie mich? Fragte sie unerwartet. Ich würde mir gerne mit Ihnen das Feuerwerk ansehen. Das Beste nehmen Sie immer am Anfang. Ihre hoffnungsvolle Art zu fragen, allein schon der Blick, der ihn an sein bettelndes Haustier erinnerte, Severus konnte Harry nur schwer etwas abschlagen, machte die in allen anderen Lebenslagen sonst so schnell gegeben verneinende Antwort, die ihm bereits auf der Zunge lag, zunichte. Stattdessen rang er nach Worten. Die Situation überfliegend revidierte er den Abend. Black, Harry und Lupin waren samt Frau oder Verlobter draußen, während er sich momentan bei den Menschen wohlfühlte, die sich noch hier im Raum aufhielten. Menschen, von denen er nichts zu befürchten hatte, nämlich Albus, Minerva und Poppy. Er blickte zu den dreien hinüber, dachte über eine mögliche Antwort seinerseits nach und kam zu der Ansicht, dass es kein großer Schritt wäre, Hermine den Gefallen zu erweisen.
Er wollte eh nicht lange bleiben. Seinen Krug von sich schiebend, stand Severus auf. Gehen wir nach draußen. Severus bereitete sich innerlich darauf vor, mit Black so gut wie gar nicht in Kontakt zu kommen, weil der mit Harry damit beschäftigt sein würde, das Feuerwerk zu zünden. Er stellte sich darauf ein, mit den anderen Zuschauern eventuell einen Smalltalk halten zu müssen, was er zu seinem eigenen Erstaunen sogar erträglich fand. Zur Not müsste er nur stark in den Himmel blicken, damit ihn niemand ansprechen würde. Als er mit ihr durch die große Flügeltür ging, da wandte er sich im Gehen an sie, um etwas zu sagen. Doch ihr fröhliches Gesicht ließ all seine Worte die Kehle zurückpurzeln, bis sie schwer in seinem Magen lagen. Er blickte nach vorn und sammelte sich, bevor er erneut versuchte, das Wort an sie zu richten. Den Kloß im Hals durch ein Räuspern gelockert, sagte er: Ich denke, ich habe herausgefunden, auf welche Weise man Miss Parkinson heilen könnte. Sie betraten gerade einen überdachten Gang im Freien und mussten weiter vorn nur den Rundbogen durchqueren. Dann wären sie auch schon auf der steingepflasterten Terrasse, die, vom Schnee befreit, einen perfekten Ort zum Zünden von Feuerwerkskörpern darstellte. Sie haben es herausgefunden? Stolz zeichnete sich in ihrem Gesicht ab. Was ist es? Das Gift des Basilisken gehört nicht in Schlafes, Bruder. Ich denke, das ist die Zutat, die dafür verantwortlich ist, dass Miss Parkinson ab und an aufwacht. Ich verspreche mir eine Heilung mit Basiliskengift. Nur die mögliche Dosis muss ich noch berechnen. Oh, das ist interessant. Sie hatte die ganze Zeit über sehr aufmerksam zugehört. Ich hoffe nur, dass das Gift in den Drüsen des toten Basilisken nichts von seiner Wirksamkeit verloren hat. Er seufzte. Ich wünschte mir, stünde ein lebendiges Exemplar zur Verfügung. Er hörte sie sanft schnaufen und blickte sie daher neugierig an. Sie klopfte ihn zweimal leicht auf den Oberarm, fast tätschelnd, bevor sie breitgrinsend sagte: Sie haben ja bald Geburtstag. Jetzt war er es, der amüsiert schnaufen musste, doch es blieb nicht dabei, denn er musste sogar auflachen. Erst viel zu spät hatte er es wieder unterdrücken können, denn Remus kam ihnen unerwartet am Ende des Rundbogens entgegen und blieb beim Anblick seines lachenden Tränkemeisters wie versteinert stehen. Nicht sehr ernst, fragte Severus. Lupin, ist das Feuerwerk etwa schon vorbei? Nein, ich wollte Bescheid geben, dass Harry und Sirius noch mit dem Drachen warten, bis alle da sind. Nach einem kurzen Sprint hatte sich Sirius neben Remus gesellt. Harry sagt, du brauchst nicht Bescheid geben. Wir fangen mit den Knallfröschen an und in einer Viertelstunde kommt der Drache, egal ob Albus und die anderen da sind oder nicht. Im Hintergrund hörte man Harry vor Ungeduld bereits lauthals nach seinem Patenonkel rufen. Gleich darauf konnte man die ersten Raketen vernehmen, die aus Hogsmeade gestartet wurden. Ich werde gebraucht. Ginny ist auf die Idee gekommen, immer drei Knallfrösche auf einmal zu zünden und dann müssen wir ein wenig basteln. Er machte eine verknüpfende Geste mit seinen Fingern, bevor er, ohne auf die Äußerung zu warten, zurück zu Harry rannte, der bereits am Boden hockte und gerade den dritten Knallfrosch, den Ginny ihm gereicht hatte, nebeneinander aufreihte. Ich bin dann mal wieder. Remus zeigte in die Richtung, in welcher man in der Ferne auch Tonks und Anne miteinander reden sehen konnte, aber noch nicht hören. Nachdem Hermine und Severus wieder allein waren, da fragte sie: Gehen wir ganz nach vorne? Das sieht man am besten. Wortlos kam er ihrer Aufforderung nach. Den Rundbogen durchquerend und die Terrasse betretend, bemerkte Severus, dass Hermine keine bestimmte Richtung einschlug, nicht, wie befürchtet, zu Remus und den anderen ging. Stattdessen blickte sie gen Himmel, an welchem die Raketen zu sehen waren, die von Hogsmeade aus abgeschossen wurden und riesige Figuren in die Dunkelheit zeichneten. Laut krachend ging auf einmal die miteinander verknüpfte Knallfroschkette in die Luft, die Harry, Sirius und Ginny gezündet hatten, weswegen Hermine wieder auf die Terrasse schaute und das Feuerwerk ihrer Freunde bestaunte.
Die vielen Funken glitzerten in allen Farben und, wie es sich für die Knallfrösche aus dem Hause Weasley gehörte, verloschen sie nicht sofort, sondern hüpften knallend und zischend auf dem Boden umher. Den sich bietenden Anblick konnte man mit einem Teppich aus funkelnden Diamanten vergleichen. Der ganze Steinboden strahlte. Wenige Minuten später, nachdem der letzte Funke wie ein sterbendes Glühwürmchen erloschen war, johlten und grölten Sirius und Harry wie Kinder, während sie sich gegenseitig für das Spektakel lobten und natürlich Ginny, deren Idee es gewesen war, gleich drei zu zünden. Neben sich hörte Severus ein leises Lächeln und als er den Kopf unmerklich drehte, da bemerkte er, wie Hermine zufrieden lächelte, während sie ihre Freunde betrachtete. »Warum gehen Sie nicht zu ihnen hinüber?« wollte er wissen. Noch immer lächelnd blickte sie ihn an und sagte, ihr Blick derweil weiter zu Harry schweifend, »Ich würde sowieso nicht mitmachen, nur zusehen.« Sie schaute ihm wieder in die Augen und fügte hinzu, »Zusehen kann ich auch von hier.« Ihr Lächeln frischte ihm zuliebe einmal kurz auf, bevor sie zurück zu den anderen Freunden blickte. »Oh, jetzt kommt eine von den Raketen aus dem neuen Sortiment.« »Neues Sortiment?« wiederholte Severus. »Ja, das neue Sortiment von Fred und George. Ein paar neue Ideen und zwar so neu, dass sie in diesem Jahr das erste Mal ihre Artikel in andere Länder exportieren konnten. So groß war die Anfrage.« Ihrer begeisterten Art konnte er entnehmen, dass sie sich sehr für die Zwillinge freute und sie deren Erfolg bewunderte. Ganz ähnlich hatte sie vorhin auf dem Weg geklungen, nachdem er ihr von seinen Resultaten bezüglich Miss Parkinson berichtet hatte. Nur nebenbei hatte Severus registriert, dass nun auch Albus, Minerva und Poppy auf der Terrasse angekommen waren. Was die eben gestartete Rakete für Wunder vollbrachte, das konnte er nicht sehen, denn er beobachtete Hermine, die einen halben Schritt nach vorn gegangen war, um das Spektakel am Himmel zu beäugen. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und erst da bemerkte er, dass sie ein wenig zu frieren schien. Sich umschauend fiel sein Blick auf Albus, der Minerva gerade den Winterumhang anbot, den er noch über seinen normalen Umhang geworfen hatte. »Ist Ihnen kalt?« fragte er. Es hatte ein wenig gedauert, bis sie ihren Blick von den in den Himmel gezeichneten Mustern lösen konnte, doch dann drehte sie sich um, kam ihm wieder näher und antwortete. »Ja, ein wenig schon.« »Nun, mit meinem Umhang dürfen Sie nicht rechnen,« sagte er nüchtern. Sie zog vorgetäuscht beleidigt ein Gesicht, weswegen er sich erklären wollte. »Da ich nur den einen trage, würde ich mich selbst in eine unangenehme Lage bringen, sollte ich höflichen Umgangsformen nachkommen.« Völlig unerwartet ging Severus ein wenig nach vorn zu einer Stelle, an der Ginny, Harry und Sirius ihre Umhänge abgelegt hatten, damit diese weder bei der momentanen Beschäftigung im Wege wären, noch bei dem Feuerwerk Schaden erleiden würden. Severus griff blindlings nach einem der Umhänge, was allen anderen Zuschauern, selbst den drei Hobby-Pyrotechnikern, nicht entgangen war, doch niemand sprach ihn deswegen an. Stattdessen ließ man ihn, wenn auch mit einem fragenden Gesichtsausdruck oder in Sirius' Fall einem skeptischen Blick, gewähren. Bei Hermine angelangt, breitete er den fremden Umhang aus, schüttelte ihn einmal und bot ihn ihr an. »Vielleicht probieren wir es anstatt mit meinem Umhang einfach mit einem, der sowieso momentan keine Verwendung findet.« Das auf dem Umhang befindlich goldene Wappen von Gryffindor blitzte im Licht der nächsten Rakete auf. »Oh«, sagte Hermine, »das ist der von Ginny. Sie hat bestimmt nichts dagegen.« Ihr den Umhang ihrer Freundin umlegend, fragte er, »Was haben Sie morgen vor?« »Morgen habe ich mich verabredet. Wir lesen ein Buch.« Das Wort »wir« veranlasste ihn dazu, grantig zu sagen. »Sagen Sie bloß nicht, Sie haben sich breitschlagen lassen und lesen das Knieselbuch vom lieben Professor Svelte.«
Von hinten ertönte plötzlich die überschwänglich fröhliche Stimme des eben genannten Kollegen. Professor Snape, haben Sie eben mit mir gesprochen? Hermine und Severus blickten sich um. Valentinus war mit nur wenigen Schritten bei ihnen angelangt und versuchte mit strahlend weißen Lächeln Eindruck zu schinden. Nein, Professor Svelte, Sie irren, begann Severus deutlich missgelaunt. Denn ich sprach lediglich über Sie und nicht mit Ihnen. Noch immer lächelte Valentinus, bis er den Satz mehrmals in Gedanken wiederholt hatte und erst mit leichter Verzögerung die verletzenden Worte begriffen hatte. Sein Lächeln wurde flatterig, doch er versuchte es zu halten, als er ein wenig verlegen sagte. Dann entschuldigen Sie mich bitte. Ich werde mir ein wenig das Feuerwerk ansehen. Er zeigte ungenau in die Richtung. Von dort aus am besten. Er war erst 2 Schritte gegangen, da wandte er sich um, sein Lächeln war längst verstorben. Ach ja, ich wünsche Ihnen beiden ein glückliches und gesundes neues Jahr. Valentinus, noch hinterher schauend, sagte Hermine nicht maßregelnd, sondern nur, um ihre Meinung kundzutun. Das war nicht richtig, Severus. Sie könnten die Menschen, die Sie nicht ausstehen können, doch auch einfach ignorieren. Tut mir außerordentlich leid, begann er spöttisch. Wenn ich Ihren guten Bekannten gegenüber einfach nur die Wahrheit gesagt habe. Das Thema wechselnd offenbarte sie ihm. Ich treffe mich morgen mit Harry. Er kommt zu mir. Severus konnte seine Überraschung kaum verbergen, doch Hermine setzte noch einen obendrauf. Wir lesen Leib und Seele gemeinsam. Sein Kehlkopf flugte kurz unter dem hohen Kragen hervor, weil er kräftig schlucken musste. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.